Erbitterung. Erbitterung ist ein starker Zorn, ein starker Groll. Erbitterung ist auch etwas Ähnliches wie Verbitterung oder auch Bitterkeit. Erbitterung ist also Zorn und Groll. Erbitterung kommt letztlich von dem Verb erbittern. Das heißt, man kann jemanden erbittern oder etwas kann einen erbittern. Was das heißt, jemand enttäuscht einen, jemand macht einen zornig und jemand oder auch etwas erbittert einen, das heißt etwas bewirkt, dass man enttäuscht oder zornig ist. Erbitterung kommt letztlich vom Adjektiv bitter und bitter heißt herb, unangenehm im Geschmack, manchmal auch schmerzlich, scharf und beißend und Erbitterung ist also ein bitterer Groll. Wenn du merkst, dass du irgendwo in Erbitterung bist oder Verbitterung, dann weißt du, da solltest du dran arbeiten. Auf dem spirituellen Weg wollen wir nicht in Erbitterung hängen bleiben. Es ist wichtig, dass wir mittel- und langfristig lernen, hinter allem irgendwo Lernaufgaben zu sehen. Es nutzt nichts, wenn du bestimmte Aspekte in deinem Leben und manches, was dir andere angetan haben, noch Jahre und Jahrzehnte später bedauerst, einen Groll hast, eine Erbitterung in dir hast, verbittert bist. All das behindert letztlich dein Glück und deine innere Ruhe. Man könnte auch sagen, warum willst du dem Menschen, der dir Schlimmes angetan hat, so viel Macht geben? Wäre es nicht viel klüger, die Menschen, die dir Schlimmes angetan haben, nicht damit zu beglücken, dass du noch Jahre später ihnen Macht gibst? Schon aus Selbstachtung heraus solltest du nicht in der Erbitterung hängen bleiben, sondern du kannst nach Mitteln und Wegen suchen, aus einer Erbitterung herauszukommen.